kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Skifahren. Ja, da kommt sie wieder früh. Tja, hab ich auch gesagt. Aber hey, ich hab schon einen. Achtung. Aha. Skifahren und Corona passen ja auch irgendwie zusammen. Es geht nämlich bergab. Ist auf den Punkt. Ja, ich hoffe, die Zahlen gehen langsam bergab. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich habe auch noch einen. Pass mal auf. Was ist der Unterschied zwischen Sabine und einer Lawine? Sag mal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bei der Lawine freut man sich nicht, wenn sie den Abgang macht. Alles klar. Ja. Ist gegen die Sabine. Aber schön. Ja. Richtig schön. Danke. Aber jetzt habe ich eine Achtung. Auf der Wasserkuppe hat's ja zurzeit 1 Meter Schnee. Sag mal, echt? Echt? Ja, leider nicht hoch, sondern in der Fläche. Ja. Ja, verstehe. Ja. Nee, ganz ehrlich, ich finde den am besten. Ja, dann nehmen wir mal doch den. Ja, hochschicken Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH-Comedy-Keller. Jeden Nachmittag bei hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.